Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 7.7.2023. Und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das Bild einleitend hier erwähnen soll, als DAX, der sich regelrecht übergibt und auch jetzt ganz schön übertreibt, oder für den einen oder anderen Trader. Normalerweise sind das auch die Tage, wo ich hier 20-Minuten-Videos auslege und drüber herziehe, oder was heißt drüber herziehe, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wie sich so die Trader geschlagen haben, die mit uns auch Kontakt suchen, insbesondere die, die vielleicht auch erstmalig Kontakt mit uns nach an solchen Tagen suchen, weil da was richtig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber eigentlich kann ich mir das sparen, weil jeder, der hier Scheiße gemacht hat, der hat das jetzt gemerkt, das geht gar nicht anders. Also das hat jeder selber gemerkt, wenn er da jetzt Fehler im Risikomanagement hatte, wenn er Verluste zu lange laufen lassen hat, wenn er gegen den Trend gegriffen hat, all die Sachen, die man nicht macht halt, ne? Das wurde jetzt bestraft halt, ne? Mit einer ordentlichen Klatsche, wie wir sie auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Also, dass der DAX so eine kräftige Bewegung hat, das ist schon ein paar Monate her. Wenn nicht gar fast ein halbes Jahr. Also hier hat man mal so einen Stress drin. Ja doch, das ist schon fast vergleichbar, ja. Das ist schon fast vergleichbar. Und so kräftig war das gar nicht. Jetzt haben wir eine interessante Situation. Wir haben hier jetzt eine SKS, über die haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt. Die ist jetzt aber drin und ist auch jetzt erst aktiv. Das heißt, vorher hätte man noch gar nicht wirklich drüber sprechen brauchen, da sie ja jetzt erst aktiviert wurde mit dem Unterschreiten und das reine Kurs zu dieser SKS. Deswegen ist es für uns wichtig, liegt im Bereich um, warte mal, soll ich keinen Quatsch erzählen? 700 Punkte von unten, bei um 15.000, ja, im Bereich um 15.000 und dort wird auch die 200-Tage-Linie, ich sag mal, auf kurz oder lang die nächsten 1, 2, 3 Tage landen. Damit wäre das ein schöner Anlaufbereich, der hier noch ausgespielt werden könnte, wenn unser DAX unten auf der Verkaufstaste weiter bleibt. Man sollte auch wahrnehmen, dass wir außerhalb des Tagesbandes sind. Das heißt, solange wir außerhalb des Tagesbandes bleiben, guckt auch morgen früh vielleicht mal drauf, wo das denn liegt. Solange wir außerhalb des Bandes bleiben, kann er theoretisch sogar noch beschleunigen. So krass das klingt, ja. Aber kann er sogar noch Tempo aufnehmen, denn das waren jetzt bloß 400 Punkte. Wir haben schon gemerkt, der eine oder andere hat bei uns geschrieben, das hat er noch nie so erlebt im DAX. Aber eigentlich ist das gar nicht so ungewöhnlich. Also 400 Punkte. Ich habe immer früher gesagt, so 600 Punkte schafft er an einem guten Tag. 400 Punkte ist jetzt relativ mäßig. Natürlich im Vergleich der letzten Wochen viel, weil wir wirklich eine stark ausgeprägte Seitwärtsphase hier gehabt haben. Aber da geht schon mehr. Also 600 Punkte an einem Tag schafft unser DAX locker. In der Spitze hat er auch schon mal 1250 oder sowas geschafft. Also das geht schon. Ne? Der kann sowas. Wenn er will, dann kann er sowas. Von daher niemals nie sagen. Auch so von wegen, der muss doch jetzt mal drehen oder das muss doch jetzt auch mal irgendwann gut sein oder das ist auch völlig überverkauft und so. Da nichts drauf geben halt, ne? Sondern wirklich ein bisschen gucken, kommen Kontersignale, kommen Umkehrsignale, wie drückt der hoch, wie schnell kommt der hoch, wie auffällig sind die roten, grünen Kerzen. Und dann versuchen mit der Bewegung mitzugehen. Wir hatten hier gestern drin rumgemalt, hatten hier noch dieses zweite Kästchen mit reingefügt, hatten gesagt, das ist das Risiko, was auf der Unterseite besteht. Wenn weitere Tiefs kommen, dann ist es als Verkaufssignal zu verstehen, auch um Shorts letztendlich zu erlauben. Das hat man gestern auch nochmal deutlich hervorgehoben, weil da eben am Vortag auch schon Unklarheiten waren. Ne? Das ist natürlich eine ordentliche Nummer gewesen jetzt hier halt. Ne? Also da bin ich bei jedem, der überrascht worden ist. Aber ich kann euch beruhigen, so fällt der Markt, wenn die meisten nicht dabei sind, oder vielleicht sogar long drin sind. Das ist immer so. Das ist da wirklich aus Erfahrung kann man das nur sagen, dass so eine Bewegung kommt nur, wenn die Leute alle da sitzen und zugucken oder in die falsche Richtung positioniert sind. Das sind immer ganz, ganz, ganz wenige, die tatsächlich in so einer Bewegung dann dabei sind. Das kommt auch mal nach oben vor, so dass er so schnell ist und dass er so richtig durchzieht. Und die Krux sind diese Gaps halt, ne? Wenn er diese Gaps offen lässt, deswegen betone ich das immer, wenn so ein Gap offen ist, dann kann er richtig rausdrücken. Oben wie unten funktioniert das immer gut. Und hier hat er jetzt drei oder vier hintereinander offen gelassen, dass natürlich dann, insbesondere wenn auch so ein großes Gap eingeleitet wird, die perfekte Vorlage, um dann auch richtig, richtig, richtig durchzuschieben. Und das hat er richtig kräftig gemacht, hat hier das Potenzial voll ausgereizt, was wir hier besprochen hatten. Und jetzt wird halt interessant, die erste grüne Kundenstundenkerze, die hier relevant war, die haben wir hier unten gesehen.
Sogar genau von hier unten, ne, die ist vom unteren Tief weggekommen. Das heißt, wir haben hier schon eine Stundenkerze drin stehen. Hatten gestern gesagt, man solle sich besser zurückhalten und in Geduld üben, wenn er am Vormittag schwach ist. Dass man dann über den Nachmittag mal guckt, wenn dann die grüne Stundenkerze kommt. Die kam natürlich ultra spät. Da wird sich keiner mehr, da wird sich keiner bedanken können, weil ihm das richtig viel gebracht hat. Aber vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen, hier einfach auf die roten Stundenkerzen noch aus dem Laden draußen zu bleiben. Das würde mich auch schon glücklich stimmen, wenn der ein oder andere das so weit für sich nutzen könnte, dass er dann eben vielleicht wenigstens nicht drin und long rumgehandelt hat, denn dann ist schon viel gekonnt. Ne? Also gegen den Trend handeln ist halt immer scheiße, macht man nicht. Ja? Das sollte aber auch jedem klar sein. Und ich denke, ich kann mir das wirklich sparen, das hat jeder gemerkt. Also das wird keiner da sitzen und sagen: Juhu, Alter, ich habe heute minus 50.000 Euro. Ich hab's richtig raus jetzt im Trading. Ich bin der richtige Profi. An der Stelle können wir es nur sagen. Wir haben das Seminar im September eben genau für sowas. Lernen, mit sowas umzugehen. Wie bewege ich mich? Wie verhalte ich mich im Markt? Wie lerne ich, diese ganzen Linien zu ziehen? Wie lerne ich zu deuten, wo ist Risiko, wo ist Potenzial, bis wohin kann der Markt noch gehen? Wo setze ich meinen Stop-Loss? Wo steige ich ein? All sowas, das gucken wir uns im Seminar an im September. Ja? Und gerade diejenigen, die jetzt hier fette Verluste auch eingefahren haben, kann ich schon vorwegnehmen. Ich habe das jedes Jahr, wir haben das immer wieder, dass wir Seminar haben und Leute da haben, die vorher richtig eins auf die Fresse gekriegt haben, dann sich für sich selber beschlossen haben, sie müssen das Seminar besuchen, damit da mal was draus wird, damit sie eben aufhören zu verlieren und auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Und diejenigen haben aber weiter gehandelt mit echtem Geld und in der Zeit bis zum Seminar so viel Kohle verloren, dass sie tatsächlich dann zum Seminar absagen mussten, weil sie gesagt haben, sie haben jetzt eh kein Geld mehr. Warum sollen sie jetzt noch zum Seminar? Sie können ja nicht mehr traden. Die Kohle ist jetzt weg. Das ist nicht selten. Und deswegen versuche ich das zunehmend auch immer wieder zu betonen. Wer mit so einem Gedanken spielt, vielleicht aufs Seminar zu kommen oder sowas, dann nehmt wirklich auch das Geld vielleicht vom Konto einfach bis dahin runter und tradet einfach mal auf Papier. Versucht einfach mal anzufangen, professionell damit umzugehen. Das soll mal euer Beruf werden oder zumindestens wollt ihr damit Geld verdienen? Ja, das funktioniert aber nicht, wenn ich instinktiv einfach drin rumschieße und ohne Stop-Loss und einfach riesengroßes Stop-Loss oder riesengroße K.O. wird schon nicht treffen. Dann hat man irgendwie 6-mal Glück, 7-mal Glück, vielleicht 8-mal Glück, vielleicht 9-mal Glück, vielleicht 10-mal Glück und dann einmal nicht. Und dann knallt eben keine Ahnung, wie viel Geld durch die Pipeline. Das ist so der Standard bei allen. Und davon muss es aber weg. Davon muss es weg, wenn ich dauerhaft Geld verdienen will. Ich muss professionell damit arbeiten. Ich muss das wie eine Arbeit ansehen. Das ist ein Beruf. Es ist mit Zeit und Aufwand verbunden. Es ist eben nicht einfach nur auf der Couch oder aus dem Auto irgendwie aus einer geilen Trading-App mit dem Finger was rausgefeuert. Das funktioniert auf Dauer nicht. Das funktioniert auf Dauer nicht. Ich muss es professionell angehen. In dem Moment, wo ihr die Videos schaut hier, dann unterscheidet ihr euch schon mal ein bisschen wenigstens von denen, die komplett instinktiv handeln, ohne irgendwo was drauf zu gucken. Ja, aber man muss sich weiterentwickeln. Man muss das ausbauen. Es reicht nicht nur, eine Analyse zu gucken, dann zu sagen: Oh, Alter, ich bin hier long eingestiegen und ich steige jetzt hier short aus. Der Analyst war scheiße, ich suche jetzt den nächsten. Das hilft nicht. Ja? Es muss bei euch Klick machen und Risikomanagement richtig überwiegen. Aber ich erzähle schon wieder viel zu viel. Ich wollte es eigentlich kurz halten. Ich wollte keine 20 Minuten Analyse machen, sondern im Rahmen der letzten Tage bleiben. Deswegen versuche ich wirklich jetzt mal die Kurve zu kriegen. Also, wir haben hier unten die grüne Stundenkerze. Wir haben gesagt, die grüne Stundenkerze bietet sich an für Konter. Bis wohin kann so ein Konter gehen? Zum Beispiel hier unten dieses markante Tief im Bereich um 700. Ist super hot jetzt. Das ist eigentlich mein favorisiertes Anlaufziel von unten. Die Hauptanlaufzielzone, die erste, die zweite ist dann hier oben bei 15.900. Ne, das sind so meine zwei Rücklaufziele, die ich jetzt hier erstmal sehen würde. Und zugleich natürlich auch Short-Bereiche. Ne, das sind Bereiche, wo der Markt wieder runterdrehen kann. Wir haben natürlich auch noch kleinere Zonen, an denen der Markt nochmal runterdrehen kann, aber das ist fast verschwindend gering. Ne? Das ist hier der Bereich um 600 bis 630. Der kann nochmal zucken, aber ich sag mal, wenn er über 550 geht am Freitag, der hat jetzt so viel Druck aufgebaut, der hat hier nicht ein einziges höheres Hoch drin, der hat nicht einen einzigsten Grund mal gegeben, irgendwo long zu geben. Die ganze Bewegung ist nicht ein einziges höheres Hoch, also rein aus Trendperspektive, wenn man versteht und lernt, wie Trends funktionieren, hat man nicht einen einzigen Grund bekommen, hier irgendwo einen Long zu starten. Und von daher haben wir ein enorm hohes Rücklaufpotenzial auch natürlich, weil der Markt sich hier jetzt
quasi auch irgendwo ein bisschen übernimmt halt, ne? Er verschluckt sich, er beschleunigt sich auf und er erzeugt damit aber ein Ortervakuum, weil das gar nicht so schnell nachgezogen werden kann und dann haben die Rückläufe meist auch mehr Ausprägungen. Deswegen würde ich schon sagen, wenn wir zurücklaufen, rechne ich eher mit 700 und 900. Ja, das heißt, geht er am Freitag komplett auf Erholungskurs, würde ich damit rechnen, dass wir am Freitag auf der 700 schließen oder zumindest die 700 anlaufen und dann den Montag die 500 kassieren. Ja, und wahrscheinlich dann sogar mit Aufwärtsgap da reinstarten, dann oben Gap zu, wieder zurück und dann kann er hier seitwärts ins Sommer rauslaufen. Dann ist mir das scheißegal. Dann kann er sich irgendwie was zurechteiern, das kriegen wir dann auch gerissen. Aber das wäre mein Erholungsszenario. Dafür brauche ich ihn über 5,50. Sehen wir ihn nicht über 5,50, keine höheren Hochs über 5,50 bringen und er kippt uns wieder nur ab auf neue Tiefs, dann müssen wir weiter gucken. Dann können wir wieder zurück in den Tagesschart gehen. Wo könnte hier noch hin? Und da sehen wir, hier ist ein offenes Gap. Hier ist ein offenes Gap bei, ich sehe oben links in der Ecke, das C für Close bei 15.358. Also 15.300. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Das ist 15.360. Dort ist noch ein Gap. Das wäre noch eine schöne Anlaufstation als direktes Ziel. Geht aber mal bitte davon aus, dass jeder am Donnerstag gemerkt hat, Scheiße, der Markt fällt. Das ist jetzt so, ne, die 3 Tage davor war immer noch so ein bisschen, naja, könnte vielleicht auch wieder hochdrehen. Jetzt ist für jeden klar, Alter, der Markt ist gefallen, der hat sogar vielleicht SKS aktiviert, macht vielleicht sogar jetzt zur 200-Tage-Linie. Es ist für alle klar, das heißt, die Leute sind jetzt viel bereiter, eine Short-Taste zu drücken, als das vielleicht am Donnerstag der Fall war, wo viele einfach überrumpelt waren. Das ist zum Freitag jetzt so nicht. Und deswegen kann das sein, dass er unheimlich rumzickt auf neuen Tiefs und hier so hin und her springt. Da seid wirklich vorsichtig. Das sieht man sehr oft, weil ganz, ganz viele zugeguckt haben und die haben jetzt Bewegungsdrang. Die wollen jetzt unbedingt noch Punkte reißen. Die haben jetzt Angst, was zu verpassen. Die haben jetzt Angst zu verpassen, wieder hoch zu mit dabei zu sein. Die haben aber auch Angst zu verpassen, runter zu dabei zu sein. Und dann entsteht dieses Klassische, dass die Leute unten Short reinspringen, der Markt läuft hoch, sie lassen sich hier ausstoppen, der Markt läuft wieder runter, gehen hier oben Long rein, der Markt läuft wieder runter, die nehmen hier unten den Long raus, gehen wieder Short bei, weil sie ja unbedingt in der nächsten Bewegung mit bei sein wollen. Und auf sowas reagiert der Markt unheimlich oft mit seitwärts. Und das würde ich am Freitag hier tatsächlich fast sogar erwarten, dass er um die Tiefs und Hochs hier rumspringt. Außer er spurtet uns direkt über 55 hoch, dann rechne ich mit 700, aber unten raus würde ich nicht erwarten, dass er brachial mehr durchzieht. Ansonsten ist 360 ein Ziel und im Bereich um 270, 200. Ja, 270, 200, 360, das sind die nächsten größeren Ziele auf der Unterseite. Guckt aber sehr genau an dem Tief hin. Wenn ihr dort wirklich prozyklisch arbeiten wollt, haltet die Stop-Loss kurz, denn das wäre jetzt klassisch für den DAX, wenn er jetzt zum Freitag dann wirklich rumspinnt, also so richtig sich richtig verrammelt, ne? So richtig provokant auch hin und her springt, das würde ich zum Freitag erwarten. Wer sagt, die Woche, die war für mich nichts und ja, ich merke selber, ich habe jetzt Druck, irgendwas zu machen, klemmt euch vielleicht einfach noch den Freitag, wartet dann bis den Montag und dann handelt den Montag wieder, ist vielleicht der beste Rat, den man da an diejenigen geben kann. Ja? Dann läuft man nicht Gefahr, hier zum Freitag jetzt ausgelutscht zu werden, denn da liegen viele Nerven blank jetzt hier momentan, da wurden viele Leute richtig überrumpelt, die auch hier größere Long-Positionen drin hatten oder vielleicht auch hier noch drin hatten. Der Markt war ja in einer guten Verfassung, aus der er herausgedreht ist. Das Potenzial, das Risiko war da, natürlich, er hat das ausgespielt, aber er hat trotzdem viele Leute überrumpelt. Und die Leute, die hatten noch kein Wochenende Zeit, drüber nachzudenken und deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass der Freitag hier unten einfach bleibt. Ja, unten mal, oben mal, irgendwie so, das wäre fast das Typischste, was ich jetzt hier erwarten würde. Okay, ich denke, damit haben wir es trotzdem recht kurz gemacht. Wie gesagt, geht in euch, wie das für euch gelaufen ist. War das gut, war das nicht gut? Habt ihr keine Punkte gemacht? Habt ihr keinen Gewinn rausgefahren? Ist das nicht verkehrt, bitte? Das ist nicht verkehrt. Dann geht nicht zu scharf mit euch in die Kritik. Es ist vollkommen okay an einem Ausnahmetag, wie wir ihn im DAX, ich sag mal einmal in 6 Monaten hier drinne haben, wenn ihr da passiv agiert und nichts macht. Und an den anderen Punkten, wo er so läuft, wie er den ganzen restlichen Monat immer läuft, eure Punkte holt. Das ist vollkommen okay. Also versucht dann nicht mit dem. Die meisten haben dann immer den falschen Fokus. Die gehen mit einem völlig falschen Ansatz ran und denken, sie müssen jetzt ihr komplettes Setup überprüfen, weil das den einen Tag nicht geklappt hat und rausgegangen ist. Wenn ihr Risikomanagement habt, dann ja. Habt ihr jetzt gemerkt, dass euer Risikomanagement scheiße ist? Und ihr kommt hier aus der Nummer wieder mit Glück raus. Trotzdem, aber bitte was ändern.
Sonst ist es nur eine Frage der Zeit und euch passiert das wieder und dann kommt ihr nicht glimpflich davon und dann tut es richtig weh. Ja, also Risikomanagement und sowas, das wirklich, könnt ihr auch gerne zum Seminar kommen, da kann ich euch den Kopf waschen von vorne bis hinten, bis ihr wirklich richtig rum dann auch mal steht. Aber da muss man was machen halt, ne? Das so rum drin rumzocken, das ist scheiße. Das fliegt einen an solchen Tagen immer um die Ohren. Ja, und die gibt es nach oben genauso wie nach unten. Gut, Freunde, ich wollte gar nicht. Wir sind es doch 15 Minuten geworden. Ich wünsche euch was. Schon mal schönes Wochenende. Bleibt sauber am Freitag. Und wir hören was. Wir hören uns am Sonntag für die Analyse zum Montag. Bis dann. Tschüss.